Dire Team Pick. Brumus! Skywrath Mage. Radiant Team Pick. Wait a minute. So. Jetzt endlich klappt es. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Join Dota League Season 3. Wir sind hier in der Division 6 Germany 1 Liga. Und zwar spielt hier schönes Ding gegen Coatex Gaming. Ich bin ein bisschen spät, von daher geht's mir schnell durch hier. Wir haben als erste Bannphase Void und Lycan auf der Seite von schönes Ding gepickt. Gebannt. Lycan halt gebannt, weil, naja, sie hatten halt kein First Pick. Und Doom und Viper auf der Seite von Coratex. Dahingegen Tide Hunter First Pick, wohingegen schönes Ding Brewmaster und Skywrath Mage gepickt haben und jetzt wird der Bristleback dagegen geschrieben. Coratex hat also ein relativ tankiges Lineup und Brewmaster versuchen wahrscheinlich zu fighten. Soweit ich das hier sehen kann. Clockwork ist noch gebannt als wahrscheinlich jo, auch tankiger, disruptiver mit einer Blackmail, bla bla bla. Jo, ist ein starker Offlaner und bei vielen Melees kann der da doch sehr stark zum Zoning führen. Und Dazzle remaining. Auf der Seite für ein schönes Ding, denn mehr Tank, Dazzle passt da sehr super remaining. Rein. Reserve time. Mal schauen, was hier Coratex als vierten Ban macht. Was sie da so sich so gedacht haben. Eieieiei. Natürlich. Ja, alles gleich. So, ja, sie lassen sich da doch ein bisschen Zeit. Gehen in die Vollen. Und bannen den Centaur. Sie bannen Offlaner. Ist zumindest schön gegen den Slow von Bristleback, um vielleicht da rauszukommen. Vielleicht haben sie noch andere Slows, die sie da im Kopf haben. Zumindest der Center ist da ein sehr guter Ban gegen. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Mal schauen, was hier schönes Ding dagegen bannen will. Das Ding lässt sich auch relativ viel Zeit. Als Bann hier noch Supporter. Weiß nicht, eventuell ein Tide Hunter, wenn man auf eine Melee-Strat geht. Was ich jetzt nicht von ausgehe, aber naja. Und Dire Team Pick. Razor. Radiant Team Pick. Und zwei. Ja, sie werden hier dann noch den Shadow Charm, vielleicht ein bisschen mehr Push und noch den Teamfight zum Tide Hunter dazu. Wird er sehr gerne gepickt, das ist ein sehr stabiler Pick. Also hier auch ein schöner Ban. Und gehen mit dem Razor, der doch gegen Melee Carries sehr effektiv ist, da er ja, relativ einfach kiten kann. Und gleichzeitig hat das Mana Steal. Ist also von daher auch ein sehr stabiler Carry. Und ja, werden wir sehen. Der Silencer kommt hier von Coratex dagegen. Klar, schön gegen den Brewmaster. Skywrath Mage auch bedingt effektiv. Nicht unbedingt wegen dem Ulti, aber halt auch wegen ganz anderen Spells und sehr schön auf der Lane. Allerdings gegen den Razor nicht sonderlich effektiv. Und ich weiß nicht, ob das... Silencer wird meistens als Konter gegen Teamfights-Lineup geholt und schönes Ding sieht erstmal nicht so aus, als ob sie den Teamfight-Lineup machen würden. Aber das kann sich auch noch ändern, zumindest der Silencer hält es davon ab, mehr Teamfight und mehr Globals, also mehr große Ultis zu holen.
oder beziehungsweise generell die Helden, die sehr auf ihren Ultimate und sehr auf eine relativ exakte Benutzung des Ultis aufziehen. Aber hier doch eine relativ lange Pick-Phase immer. Schönes Ding hat jetzt ein relativ generisches Line-Up. Und ich nehme an, genau deshalb ist halt gerade die Wartezeit so, okay, wir haben jetzt alle Meta-Helden, die einfach zu spielen sind und doch sehr stark sind, gepickt. Was machen wir jetzt? Okay. Und da kommt auch schon eine Line, der da ein bisschen aus dem Ding da ausbricht. Ich weiß nicht, ob es eine so super Wahl ist, denn, naja, es ist ein Burster, der jetzt gerade mal nicht so viel zu bursten hat. Razorback und Titan sind jetzt ja nicht so perfekt und das dann wird natürlich auch von der Krakenschelle geprockt. Gegen Bristleback dürfte da wenig kommen, aber so ein Finger von geradeaus vom Line in den Bristleback könnte auch effektiv sein. Und gegen den Silencer ist auf jeden Fall noch mehr Damage da und auch die Control, die der Scarlet Mage braucht, um den Ulti zu setzen. Muss man halt auch haben. Außerdem ein relativ starker Laner, besonders gegen Bristleback, der doch gerne Quills einsetzen würde, kann der Mana Drain doch effektiv werden. Trex braucht hier noch einen Midlaner und einen, ja, es könnte auch ein Sports Sidehunter sein, es könnte aber ein Farmender Bristle sein, sie könnten aggressive gehen. Es ist noch relativ viel offen, auf jeden Fall eine Art von Supporter und eine Mitte können sie noch gebrauchen, denn Brewmaster wird wahrscheinlich in der Mitte sein und ich weiß nicht, Bristleback und Titan sind ja nicht die optimalsten Konter dort gegen. Vengeful Spirit. Die sieht man auch relativ selten. Nein, gut. Ist jetzt auch gegen das schöne Sting-Lineup nichts. Also, ich sehe jetzt keine Synergien von den eigenen Teams. Aber es ist ein relativ Early-Game-lastiger Support, der viel Damage macht. Und. Ja. Weiß nicht, Synergien sehe ich jetzt hier noch so ganz. Von daher würde ich sagen, beide Teams gehen mit dem, was sie halt gerade machen möchten. Beide Teams haben Line-Up im Kopf und scheren sich nicht so wirklich um den Gegner. Was ich bei Cortex schon sehe, ist, dass sie Rohstoffpotenzial haben. Mit dem Nasal Goo und der Wave of Terror. Mit vielleicht einem Medaillon. Ist halt auch ein Rohstoff relativ früher drin. Aber sind natürlich auf Radiant. Muss mal gucken, ob sie überhaupt dafür die Möglichkeit, ob sich das ergibt mit schnellen Towern. Wenn die T1 beide unten down sind, vielleicht. Aber dafür müssen sie sich anstrengen. Denn Push ist dort absolut nicht vorhanden. Wann hier den Timbersaw gegen die zwei Stärke-Cores, eine gute Idee. Vielleicht kommt ja noch ein dritter dazu. Und das Lada wird hier auf der Seite gebannt. Wäre noch so ein schöner Stärke-Core gewesen, der auch mobiler ist. So ein bisschen fehlt die Initiation. Klar, Titan das da, aber wird erstmal ein bisschen auf seinem. Wird erstmal ein Mech bauen. Dementsprechend dauert es noch ein bisschen, bis da Blink und Initiation damit rauskommt. Und dann so viel Zeit, das Fenster zuzumachen, denn das stört. Radiant Team Pick. Das hier ist interessant, das ist mit dem Darkseer gehen, schönes Ding. Sie haben relativ wenig Teamfight-Synergies dagegen. Also, sie haben Vakuum into was? Vakuum into Clap? Vakuum into Earthspike? Naja. Bin ich mir nicht so sicher. Aber, ist natürlich gegen Melee-Carries gut, auf den Brewmaster eine Shell zu setzen vielleicht. Trotzdem, bin ich mir mit dem Darkseer nicht so sicher. Aber naja, es ist ein starker Laner, vielleicht hatte jemand gerade Lust darauf. Alchemist ist hier der Carry-Pick von Koratex. Auch so ein Helden, den man selten sieht und meistens sieht man halt, warum er nicht mehr gepickt wird. Da dann doch, nicht so das Perfekteste ist. Klar kriegt er viel Gold, ist früher gesixlottet, aber dann fällt er doch ein bisschen ab, da halt so das Passiv halt fehlt. Leider hat sein Ulti ist super, super genial, aber Lebensregeneration, bringt
einen halt auch nur so weit. Denn stärkere Passives, wenn man jetzt irgendwie an 30% Evasion von der Mortred denkt oder sonstiges wunderbar funktionierendes Passiv, auch wenn es nur ein Cleave wäre oder sowas, ist dann relativ, also ab 40-50 Minuten dann doch meistens effektiver. Aber dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Wie es gespielt wird und wie sich das Ganze so ergibt. Und der erste ist schon disconnected. Klingt hier super an. Gut. Dann stellen wir mal kurz die Helden vor. Also jetzt. Na gut, kann ich nicht sagen, aber egal. PIPT auf dem Bristleback, der Offlane oder Mitte geht. Snacks auf dem Titan, der Offlane oder Mitte geht. Alchemist Dahara, der wahrscheinlich haben wird. Ziaka auf dem Silencer, der wahrscheinlich supporten wird. Und GD3. Wie kein Move hat. Okay, ist das jetzt hier ein Bug, dass er disconnected ist oder nicht? Ping. Ach ja, geht das nicht. Da sind wohl alle in-game und es kann weitergehen. GD3, wie gesagt, auf der nicht. Ja. Auf der, nicht disconnecteden Venge for Spirit. Genug verwirrt durch Bugs. Skatefish auf dem Offlane, Darkseer auf der Seite von Schönes Ding. Big Wobby auf dem Brewmaster in der Mitte. Genau, so. Dann Akul auf dem farmenden Razor, Spinnert auf dem Skywrath Mage Supporting und zu guter Letzt Felion auf dem Support Lion. Der hier erstmal guckt, dass hier niemand warden kommt. Mit dem ganzen Bug-Gedöns wird da wahrscheinlich erstmal ein bisschen nichts passieren, aber naja. Sicher, dass man schon mal da ist. The battle begins. Okay. Alles andere. Circa auf dem Mitte-Silencer und ein Support-Titanter auf der Bottom-Lane. Oder ein Support Alchemist und ein Farmer Tidehunter. Oder GD3 carried das Ganze. Anyway. Sein Gold wird. Oh, er kriegt kein Gold. Okay, Remake. Das wird ein Rematch. Ziemlich eindeutig, ja. Und wir gehen wieder ins Spiel rein. Wir werden aber wahrscheinlich noch 2 Minuten warten müssen. Was sehr schade ist. Aber, naja. Währenddessen gibt es das prinzipiell wenig zu tun. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ihr habt ein Getränk eurer Wahl zur Hand und könnt ihr schön zurücklehnen, wenn ihr das hier guckt. Von daher seid ihr hoffentlich nicht an der Tischkante und hofft, dass ich unbedingt was erzählen muss. Dann warten wir nochmal ungefähr 1 Minute, bis die Leute zu connecten und schauen, wie es dann da läuft. Ob das zweite Mal besser ist und ob da niemand disconnected. Aber hey, more bugs please. Volvo fix und so. Skywrath Mage. Pick. Sieht bisher so aus, als ob niemand sich verpickt. Tidehunter. Ja.
40 Sekunden noch zum Picken. Mal schauen, ob sich jetzt hier. Ob jetzt diesmal ein bisschen aggressiver Movement rauskommt. Ja, schönes Ding war am Anfang im Dschungel und hat ihn verteidigt. Die Frage ist halt. Naja. Wird jetzt Cortex was anderes machen? Schieben werden sie nicht, sie haben noch niemanden gesehen. Aber, ob sie da vielleicht irgendwie früher, vielleicht jetzt in die Gegner Jungle smoken, von wegen SD ist da durchgegangen, wusste, dass sie nicht gesmoked sind. Das heißt, jetzt machen sie es. Oder sowas wie, naja. Schönes Ding. Also letztes Mal kamen sie nicht in unser Jungle, also können wir jetzt auch smoken. So ein bisschen Mindgames kann vielleicht hier jetzt diesmal der Fall sein. Mal schauen. Aber wie es scheint, wird sich hier nichts ändern. Ja. Beide Teams sind relativ passiv da. Gesehen hier, der Tidehunter kauft Support-Items. Hier immerhin die Smoke. Wards. Sentry Wards. Keine gekauft auf der Seite von Cortex. Okay. Aber naja, die Venge wird das wohl supporten. Zusammen mit dem Tidehunter und den Items nach Zurteilen. Alchemist Carry. Hat sich nicht viel geändert, außerdem, dass diesmal keine Smoke gekauft wurde. 30 seconds to battle. Ja, früher Soul Ring hier. Keine Tangos geschädigt oder sowas. Dieses Mal keine Smoke. Was wurde deshalb gekauft? 3 Clarities. Ja, damit kann man schon was anfangen. SD kann hier ohne Probleme ganz gut warden. Wir holen die Rune Ward und ja, da kommt ein bisschen defensivere Ward dran. Holen ist den Darkseer relativ egal, da er die Lane pusht. Und dann ziemlich, also entweder die Creep bis hier unten hinträgt oder halt auch einfach hier hinlaufen kann und contesten kann und zumindest die Erfahrung davon auch noch bekommt. Tja. Vision ohne Top, interessiert keinen. Der Pull ist von Big Bobby wesentlich besser gewesen. Als vom Silencer, der Curse of the Silence als erstes geholt hat. Und ja, das wird erstmal ohne Probleme Harrison, bis der Clap auf Level 2 kommt. Muss schon der erste Tango nehmen. Ein schöner Spell, allerdings relativ langer Cooldown für einen Lane Harris, muss man auch dazu sagen. Darkseer wird aus der Lane rausgehalten, bevor er noch die Einstell macht und die Lane pusht hat. Keine Erfahrung für den Kill bekommen. Ja, den Bodyblock hier nicht vom Titan hinbekommen, aber bekommt sie zumindest ein bisschen die Lane unter Kontrolle tatsächlich. Aber die Venge führt sich schön wieder zurück, von daher passiert dort nichts. In den Last Hits tut sich auch noch nichts. Beide Teams farmen. Der Alchemist komischerweise ein paar Misses hat, obwohl er eine Axt hat. Jetzt hier unter dem Tower fighten, was halt immer ein bisschen schwierig ist. Manche Lastens kann er nicht bekommen, den hier bekommt er einfach. Hat's, den hier könnte auch schwierig werden. Ja, kriegt er auch nicht. Das sind halt alles so Probleme, die gegen Darkseer halt da mal durchaus mal vorkommen. Ups. Könnte er jetzt diven? Wird er wahrscheinlich auch tun. Hier unten passiert jetzt was. Guckt schön zu. Solange die Tower-Akku da noch nicht geht. Hat jetzt einen Stun gechannelt. Ah, muss dann sich noch zurückziehen. Ist jetzt viel zu weit drin und könnte so unser First Blood sein. Ja, also wird definitiv unser First Blood sein. Wenn er das. Ja, juken kann er das nicht. Das kann nicht sein. Versucht es jetzt hier wegzukommen, aber die Wave holt den First Blood. Ja, overextended. Und doch da zu weit gegangen. Wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte er durchaus eventuell einen Double Kill abstauben können. Aber auf Level 2 ist es doch. Gegen den CC, den Koratex doch auf der Lane hat, relativ, ja, gutherzig gewesen. Nicht naiv, aber doch etwas, ja, etwas gutwillig. Wie ist das Wort dafür? Na ja, egal. Der Pull kommt jetzt hier, der Ward sieht das nicht. Aber vielleicht beim Zurücklaufen, ja, der Tidehunter wardet hier. Die Creeps sollte ihm relativ ganz weit klar sein. Außerdem hat er noch eine Creep Wave und kann, wenn der Pull through kommt, dann contesten.
Sieht nicht so danach aus, als ob das ein Pull-Through wird. Das finde ich sehr interessant. Weil das dann halt wieder die Lane pusht und mehr gibt. Andererseits, Lane pushen ist gegen Dax ja auch egal. Von daher kann es denen eigentlich egal sein. Andererseits splittet es natürlich auch oft. Dax hier muss in den Wald gehen und dann kommt die nächste Creep Wave. Also Pull-Through sollte ja schon passieren. Dax hier wird jetzt hier ein bisschen outgezoned. Der zweite Supporter. So, war zurück zur Base gegangen. Okay, hat aber jetzt mit Boots ist wieder da. Level 2, ja. Brewmaster in der Mitte, 16 zum 12. Relativ even, aber minimalen kleinen Vorteil hier für den Brewmaster. Der Razor farmt hingegen wesentlich besser als hier der Alchi. Der klar manche Lastens unter dem Tower hat, aber eigentlich, ja. Das Problem ist halt, er kann ja nicht so einfach an die Creeps machen. Und da sterben hier schon mal einige Creeps, ohne dass er da rankommt. Was sich als relativ großes Problem erweist, da er halt irgendwie fast die Hälfte des anderen Carries zurück ist und ja, sehr, sehr viel Regen verbrennt hier. SD derweil pullt relativ konsistent, wie ich das hier oben sehen kann, auf der Minimap. Pull-Throughs scheinen. Na ja, gut, der erste wurde versucht. Und aber die Obsidian hinbekommen, könnte knapp werden. Ein Hit zu lange. Nee. Pull-Through verkackt. Damit pusht die Lane dann doch jetzt ein bisschen ins Gesicht. Level 3 im Gegensatz zum Daxi Level 5. Und der Daxi ist gestorben. Hat keine Erfahrung verloren. Das stimmt schon. Und kriegt hier sogar einen Palastsitz. 16. Ist er jetzt. Und ist damit, ja, genauso viel wie der Carry auf der Lane, was halt schon krass ist. Also dem Dax hier geht's sehr, sehr gut. Und dem Carry von Schönes Ding geht's auch sehr gut. Der Bristleback, ja, kann sich hier nicht so recht durchsetzen. Die Mitte fällt jetzt doch langsam stärker zurück, mit der Rune auch. Rune warnen DD-Rune, da konnte er ein bisschen was machen. Rune wird jetzt hier vom Silencer contestet. Wird der Brewmaster da nicht rankommen. Ist auf jeden Fall schön für ihn, dass er dann eine Rune bekommt. Der Alchemist ist hier dann doch sehr am Limit. Vakuum ist geskillt, vielleicht versucht er mal einen Snipe. 40 Damage ist natürlich nichts, aber ein paar Sekunden ist es. Könnte jetzt hier mit einem Search vielleicht auf den Creep da was machen? Hätte. Ja gut, hätte nicht ganz einen Kill bekommen. Aber der Silencer rotiert natürlich, das ist wesentlich wichtiger. Die Frage ist, ob sie ihn bekommen, ob sie da noch irgendwas haben. Nein, haben sie nicht. Der Dax hier kommt weg mit 100 Leben. Knappe Sache. Alchemist ist jetzt immer noch auf 90 Leben runter. Aber hat natürlich hier freie Wahl. Da natürlich nichts machen kann. Hätte vielleicht hier noch eine Einshell auf den Creep machen sollen. Wird zwar hier wahrscheinlich rechtzeitig wieder da sein, um die am Tower zu machen, aber dann hätte Double Creep Wave. Double Einshell auf die Creep Wave machen können. Also Optimierungsbedarf da auch noch ein bisschen. Ja, 47, 50. Das ist knapp. Ist die Supports rotieren jetzt erstmal in die Mitte. Das wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit gewesen, einfach mal für den Scareth Mage einfach runter zu TP'en und einfach Bio machen. Nimmt jetzt hier noch einen Tango. Wie viele sind noch da? Das ist der letzte Tango dafür. Mal schauen. Außerdem jetzt hier in der Mitte gucken, was SD denn so hier mit dem Gank in der Mitte macht. Beziehungsweise halt, ob es klappt. Okay, Klapp ist drauf. Das sollte ein Kill bedeuten. Das ist ein Kill auf den Silencer. Lion holt den Kill hier. Und schön executed, auch noch ein bisschen gewartet. Ja, ist halt mit der Haste-Rune ein bisschen schwierig, dass er da einfach rangehen kann und klappen kann. Wir haben auch relativ so gar keine Vision hier. Und ja, das könnte sogar ohne Smoke öfters passieren. Natürlich weiß SD nicht, dass da keine Vision ist. Aber da sollte vielleicht Cortex im Warden ein bisschen aufpassen. Okay, die Wave kam, aber keine Initiation hier. Scareth Mage rotiert nach unten, wie ich halt eben schon gedacht hatte. Eventuell wird hier versucht, den Alchemist zu snipen. Andererseits ist der jetzt schon auf 150 Leben runter. Und die Supports sind immer noch missing oben. Von daher werden sie jetzt wohl sehr defensiv sein. Aber 100 Leben, das könnte relativ schnell passieren. Also da muss der Silencer vielleicht ein bisschen. Und der war ja mit der Dax hier den Solo-Kill da drauf. Und jetzt haben sie einen Triple-Kill in der Hand. Und ja.
Der Daxel kriegt den Doppelkill und das Gareth Mage kriegt seinen wohlverdienten Snipe, für den ganzen Weg nach unten gekommen ist. Ja. Es war ein bisschen naiv zu glauben, dass mit rotierten Supports da in der Lane nichts passiert. Und da hätten sie entweder in Salve reinfliegen sollen oder halt auch wirklich kurz zurückgehen und den Farmen einem der Supporter geben lassen. Support kommt hier unten rein für den Bristleback, beziehungsweise wird einfach nur rotiert. Allerdings muss jetzt. Ah ne, Vortex muss wieder aufpassen, es sind doch relativ viele hier. Osiris ist draußen und. Oh, schöner Aspekt auf 2 und so, sichert dafür mal auch den zweiten Killer auf die Vengeforce Build. 6:1 hier für SD und die Lane fängt so langsam auseinanderzunehmen und mit so langsam meine ich extrem stark. Der Darkseer Skatefish hier auf dem Darkseer ist doch sehr dominierend, hat 32 Kills und hat damit 5 mehr Last Hits als der Carry. Und ja, SD gewinnt alle Lanes. Und SD geht hier auch nicht weg. Wir rechnen wohl damit, dass Koratex wieder auf die Lane zurückgeht. Von wegen, okay, das ist unsere Safe Lane. Die ist per Definition safe. Also bleiben wir gefälligst da. Okay, aber wird doch nicht so oft geplant. Allerdings werden sie jetzt hier auf den Titan treffen und das könnte sich blöde für den Titan herausstellen. Fehlt aber so ein bisschen der Mana, der Damage. Und SD muss jetzt hier aufpassen, dass sie nicht da overcommit. Haben allerdings keinen Slow und keinen Stun mehr, von daher kommt hier SD auch weg. Hätte schlimmer ausgehen können für den Tidehunter. Knappes Level 6, fast auf den Scarlet Mage fertig, das hätte seinen sicheren Tod bekommen. Unten jetzt links oben. Ja. Bis ich überhaupt alle Zauber aufgezählt habe und alle Buffs und Debuffs, die da drauf sind, fällt der Alchemist zwar schon. Ohne Ulti relativ squishy und mit 168 gesteeltem Damage. Level 4 Link. Ja. Bis neben dem Plasma Field auch der Hit genug, um da zu holen. 10 Minuten. Die Grafen sehen relativ krass in Favor of SD aus. Ja, wir sehen, dass halt auch alle Lanes gewonnen. 7:1. Es ist klar, dass es da geht. Unten wird jetzt versucht, der Dax hier rauszuholen. Aber die Search ist noch da und da kommt er relativ einfach weg. Da fehlt halt auch der. Aber hier sind 4. Das könnte sich jetzt schwieriger auch für den Dax hier. Und ich glaube nicht, dass er da wegkommt. Ja, eindeutig. Overkill. Aber wichtig, dass der dann den Kill bekommt. Denn in der Mitte ist gerade der Bristle weg. Ja, wird gerade doch totgefingert. Obwohl er mit dem Rücken dazu stand. Aber Bristleback erst Level 2. Von daher hat der Finger doch noch relativ viel Damage gemacht. 24% weniger ist trotzdem noch relativ viel. Kleinen Mana-Sip. Jo, 8:2 hier. Last Hits zeigen das schon relativ gut. Levels, wie sieht's aus? Die Cortex-Supports sind doch relativ stark unterlevelt. Und wir werden sehen, ob demnächst die SD-Supports durch ihr Level 6 dann jetzt Plays machen. Denn beide Level 6 sind doch sehr mächtig. Sonst ist Gareth Ulti, was hier noch auf Cooldown ist. Leider hat sein Ultimate benutzt, aber das Gareth Mage könnte jetzt ein Problem werden. Smoke auch vom Titanhunter, könnten sie sich vielleicht gegenseitig revealen. Ups, trifft er hier auf den Titan und der sollte relativ bald tot sein. Schön, oh, ein schönes Vakuum into Stun und da gehen beide wieder tot. Der Silence war zu spät, beziehungsweise hätte vielleicht auch keinen Unterschied gemacht, die paar Sekunden. Und auch die Vengeful Spirit wird jetzt einfach noch tot gedived. 2:11 auf dem Board. Hier zeigt sich auch die Synergy zwischen dem Dax hier und dem Lion. Natürlich ist die Synergy vorhanden jetzt nicht so die perfekteste. Besonders mit dem, mit dem Concussive, mit der Unstable Concoction hätte man hier wahrscheinlich mehr Synergy. Aber dennoch relativ starke Combo hier, Lion und Dax hier auch im Early Game schon. Beide haben den noch nicht gemaxt, von daher ist noch Potenzial, dass das Ganze stärker wird. Okay. Da muss wohl jemand mal loswerden. Aber der Dax hier ist hier relativ confident. Und bleibt hier auch gegen 3. Sieht jetzt hier 2. Und ja. Hier wird der Brewmaster dived. Aber das, war nichts. Stirbt hier gegen den Whistle weg. Wurde hier im Tower quasi angedeutet, gejuckt. Er hatte schon gesehen, dass er hier rumgehen wollte. Und dann hat er schon gesehen, ups, overextended.
Aber der Bristleback war hinter ihm. Kam nicht mehr weg. Wichtige Kills, die sich jetzt mal jetzt da drin zeigen. Ah, muss er hier aufpassen, dass er nicht overextendet. Kriegt hier den Percussive Shot. Ja. Man setzt den Percussion ab. Der nächste Stun ist da. Ja, Slow ist da, aber das bringt natürlich nichts. Wall und Turn. Kriegt den Titan da sogar hier. Der Alchemist ist zum Ulti, muss aber extrem aufpassen, weil die Illusions machen extrem viel Damage und kriegt er hier noch den nächsten. Oh, die Bench. Ah, die wollte da turnen, wollte zu viel. Und die Illusionen von drei Helden machen einen Triple Kill für den Darkseer. Zeigt sich doch die Power der Wall, die doch extrem krass ist. Kommt jetzt hier der Silence und der Ulti. Ach, kein Mana für den Ulti. Und ein bisschen zu viele Spells hier. Wir müssen jetzt aufpassen, ob sie ein bisschen kommen, denn der ist doch relativ tanky. Kriegen den Kill noch, aber dafür stirbt der Darkseer. Killing Spree für den Silencer. Und SD fangen jetzt langsam an, overextenden. Es ist halt so ein paar Fehler dann doch sich zu zeigen. Der Tornado, beziehungsweise dass der Spin hat auf den Skyrim-Mädchen nicht auf sein Mana geachtet hat. War ein easy Kill, aber prinzipiell ja. Er hat nicht auf seinen Mana geachtet und das hat er mit seinem Leben bezahlt, von daher. Ja, ist fair, ne? Ist fair. Dota ist voll fair. Ist ein extrem faires Spiel. Und wenn man sich schon denkt, ups, ich habe overextended, das wollte ich nicht, tut mir leid, dann rettet ein Dota auch immer, ne? Außerdem Teammates retten ist auch eine faire Sache. Und ist meistens immer sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher, was der Alchemist hier denkt, dass er dagegen machen kann. Besonders weil hier ein Topo einfach das Vakuum in diesen Tod bekommt. 16 zu 4 für SD und ja. Prinzipiell ist das Spiel. Daxi muss ja aufpassen, dass er vielleicht nicht stirbt. Sollte hier. Ja. Stirbt an den Gleben noch gerade so, beziehungsweise der Boomaster da war da. Darkseer macht die Triple Kills, aber ja, der Natur der Sache overextendet er jetzt halt ein bisschen, weil er hat gesehen, okay, ich kann zu viel. Trotzdem sollte er sich vielleicht darauf besinnen. 9 zu 3 für den Darkseer. Mac ist halt schon länger fertig, 1400 Gold, vielleicht wird das ein Blinkdagger. Boomaster geht hier rein. Er hat keinen Split, das wäre eigentlich nötig gewesen. Wird wahrscheinlich auch kein, ja. Wird kein Finger, aber die Mystic Flare wird gezündet, die wesentlich weniger dann. Cooldown hat als der Finger auf Death auf Level 1 noch irgendwie mit 60 Sekunden. Wird wirklich auf jedem Level halt was weniger. Last Hits gehen zurück. Der Carry von SD farmt 2,5 mal so viel wie der Carry von Koratex. Jo. Itemweise, wie sieht das itemweise aus? Koratex hat den Ring of Health auf Bristleback. Fertig. Und SD hat den Blinkdagger auf dem Doommaster, die Mana Boots auf Heidens, also auf Skyrim Mage Support. Dieses Venture Spirit muss jetzt hier aufpassen, dass sie nicht noch die Split wird dafür verwendet. SD will hier wirklich jeden killen. Was das hier wert ist, weiß ich nicht. Aber zumindest ist der Content-Initiation schließt sich schon ein bisschen aus, denn Titan da hat jetzt die Ravage Level 7. Wir werden schauen, ob hier overextended wird oder nicht. Mord wird hier auch dewarded. Aber SD hat gesehen, dass da alle sind und wird erstmal wegen. Ja, SD hat Mana Boots unten im ein Staff of Wizardry auf den Scarif Mage, der auf Rod of Aethos wahrscheinlich geht. Nee, auf Forstaff. Brewmaster ist auf dem Weg zu seinem Agar und hat auch schon Blink. Hat schon ein bisschen länger, ja. Fiona hat die Urne, hat seine Boots und macht weiter Wards wahrscheinlich. Darkseer hat jetzt seinen Blink, neben Mika und Sol Ring. Und Razor geht Midas und hat einen hohen Schwätz. Da muss man schon was. Wups, ja, so ein Finger ist stark. Titaner war da ein bisschen zu weit vorne und die Supports sind irgendwie gerade immer an der richtigen Stelle, um Kills abzustauben. Was schon relativ erstaunlich ist. Darkseer ist schon wieder ein bisschen weit rum. Sitzt hier searchen, dürfte durch die Search Level 3 wegkommen. Ja, easy. Aber ich weiß nicht, greift er doch relativ tief, ne? Und kriegt halt... Ja, nee, trotzdem nicht. Was? Er kommt weg? Ah, ne, okay, die Quill Sprays machen das aus. Müssen wir gucken, ob die Lust hier den Damage bekommen. Sollten aber nicht, weil die Venture Spit schneller ist, ja. Ja, hat er das Ganze wie eben nochmal versucht, aber diesmal hat es nicht so gut geklappt. Er hatte zu wenige Lebenspunkte, um auch wirklich alle Leute da zu halten. Officer versucht jetzt hier den Snipe, sollte aber zu weit weg sein. Andererseits, dadurch wäre er sogar noch
Was tut ihr da, außer Throne? Na gut, muss ich auf jeden Fall aufpassen. Aber Koratex ist zu weit weg, um das noch zu bekommen. Ups, ja, Item ist dann sich selber, aber in einer relativ sicheren Location. T1 Tower sind alle gefallen von Koratex. Und die Tower Damage ist, ja, marginal auf seinem von SD. 19 zu 6, die Grafen zeigen halt relativ stark, 14.000 XP und ja, 16.000 Gold nach 18 Minuten. Wie war das so schön, jede Minute 1.000 Gold mehr. SD versucht sich hier einen 5-Man in der Mitte. Wraparound und guck mal, ob sie hier jemanden bekommen. Sie kriegen tatsächlich die Zeit, bevor sie hier rausbekommen. Das ist huge. Ravage ist draußen, hat jetzt mal schönes Vakuum. Kommt ein und durch das Vakuum bekommen sie tatsächlich 3 Heroes. Das könnte sogar das schon GG für Vortex sein. Da ist wirklich nicht mehr zu holen. 5 zu 0. Wieder Trade. Ziemlich einfach executed. Muss man sagen, Vakuum auf 3 ist schon quasi perfekt executed. Das war keine Wall benutzt. Kein. Ja gut, auch Split ist benutzt worden. Finger ist auch auf Cooldown gewesen, von daher ist da noch wesentlich mehr drin. Und SD holt sich hier den mittleren Outer Tower und wird danach irgendwo anders hin rotieren, um den nächsten Tower zu bekommen. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie Koratex da noch zurückkommen kann. Aber sie versuchen es. Wir schauen mal, wie sie sich so schlagen. Aggressive Warding hier von SD. Auf beiden Seiten, sowohl hier als auch hier. Und schönes defensives Warding auch von Koratex. Haben Roshan und haben hier. Also haben Roshan, Ward und Atten. Und haben die Jungle Ward. Denn sie wissen, dass nach dem T2 kommt dann entweder Roshan oder der untere oder der obere T2. Obere T2 braucht man weniger Vision als hier der Ward, der für eine Tower Siege doch wunderbare Vision hier liefert. Ja. Okay, Siege oben am Tower kommt hier von SD. Alchemist wird hier noch ein bisschen farmen und wird wahrscheinlich gleich reinspielen. Midas. Okay. 10 Sekunden, also eine 18 Minuten Midas. Naja. Ist vielleicht ein bisschen spät. Catch-up Midas, klar. Mal schauen, ob sie hier schaffen, das Spiel ein bisschen zu verlängern. Denn im Late Game haben sie doch mehr Chancen. Nur es ist sehr, sehr zweifelhaft, ob es ihnen das Late Game noch geben wird. Mal schauen. Okay, das Ulti ist hier an. Von daher steht jetzt Razor einfach vorne und wird. Oder alle stehen vorne und sagen: Come at me, Bro. Kann man auch machen. Ulti von Razor ist an. Mal gucken, ob sie da weiter reingehen wollen. Aber nein, okay, SD spielen es sicher und machen jetzt den Bottom T2. Gucken wir in die Item Progression, die steht aber an. Silencer hat jetzt einen 4-Staff. Und ja, Midas ist da. Ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Power Trades für den Bristleback noch. Auf der Seite von SD hat sich auf dem Scarath Mage auch noch nicht so viel getan. Immer noch. Ja, nur das. Hat wenig Farm bekommen seit der letzten Zeit. Hatte er hier mit Osterf oder so gedacht, aber anscheinend war das wohl doch der Silencer, der kein Rod of Athos gebaut hat, sondern natürlich der Scarath Mage. Der jetzt den Forster. Das war ein Chicken, okay. Ja, Item Progression, Forster. Brewmaster hat natürlich sein Agas fertig. Felion geht hier mit dem Bracer auf eine Drums, die schon auf dem Razor vorhanden ist. Ups. Oder vielleicht noch was anderes. Casual Bracer. Not sure. Okay. Daxi hat seine Pipe quasi fertig. Recipe kommt raus und Daxi hat 700 Gold. Das reicht fast. Ja, und Apple hat einiges. Okay, Teamfight hier in der Mitte. Schöne Ravage auf 4. Das Problem ist, Titaner kommt damit noch nicht mal mehr weg. Von daher Ravage in nichts. Silence ist auch schon tot. Alchemist farmt oben weiter. Tja, für eine Heiknot Defense sieht das nicht so super aus. Split in der Mitte drin. Wir sehen hier Buyback-Status. Oh, easy abgeklebt. Buyback-Status ist vorhanden für Bristleback und für Titan. Ja, aber ja,
Alchemist macht keine Anstalten zurückzukommen, von daher sollte das hier auch relativ schnell ein GG-Call von Vortex sein. Mal schauen. Aber erstmal Rex für SD und wir schauen, ob sie den Tower oben defenden oder ob sie direkt die nächsten Rex gehen und sich lieber das Spiel holen, anstatt irgendwie versuchen hier das Ganze jetzt mal schöner als Back auf 2. Global Silence ist jetzt draußen. Die Frage ist, damageweise ist natürlich noch genug da, um hier einfach durchzukommen, besonders bei der Link schon draußen, weil 112 Damage gestohlen. Damit kann man zumindest die Barracks easy abkleben. Scarlet Mage TP jetzt nach oben und versucht den Alchemist alleine aufzuhalten. Schafft er allerdings nicht. Na, verliert SD seinen ersten Tower. Weil er von daher zerstört wurde und nicht vom Alchemist. Aber es gibt Schlimmeres. Und SD geht raus. Sehr, sehr vorsichtig das Team, muss man schon sagen. Bei 29 zu 6 und 25.000 XP und 30.000 Gold Vorteil. Ja. Würde ich sie noch nicht übel nehmen, wenn sie da ein bisschen aggressiver reingehen und einfach vorne Camping bzw. das machen. Ja, CP ist ein bisschen. Ja. Wird halt hier noch bodyblocked. Aber kommt jetzt hier auch mit dem Blinkdagger relativ easy weg. Der Bristleback wird ihn jetzt erstmal nicht aufhalten können, aber. Ja. Sie haben zwar hier die Wards, aber trotzdem könnte natürlich jederzeit Reinforcements kommen. Oshan wird jetzt hier von der See gemacht. Extrem stabile, also extrem sichere Sache hier von SD. Ich würde schon fast sagen, sie sind schon ein gutes Team. Andererseits der Bristleback auf der anderen Seite. Ja, und das SD kriegt jetzt hier einen Rush an. Dann werden sie Mitte-Tower machen. Und ich weiß nicht, wie Koratex das defenden könnte. Ravage auf alle. Wir müssen alle zusammenstehen von der. Unstable Concoction alle getroffen zu werden. Dann kommt. Ja. Dann, währenddessen steht der Bristleback daneben mit den ganzen Crystal Space dabei. Das Ganze unter dem Acid Spray. Und alle werden vom Curse of the Silence betroffen. Das wäre noch ein relativ einfacher Teamfight. Also, das wäre halt noch was, wo vielleicht Cortex da doch noch Kills machen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es denen geben wird. Also schauen wir mal, ob das Game jetzt noch länger als 25 aus 26 Minuten geht. Ich könnte jetzt schummeln und einfach auf meine Fanliste wechseln, aber das wäre schummeln. Double Ulti ist jetzt an, das zieht durch den Tower wie Butter. Global Silence ist an. Und es passiert nichts. Ja, Ulti geht an. Nein, es zieht sich noch ein paar Kills. Jetzt erklärt die nächsten Kills, daher wird das immer Ende und das GT kommt von Cortex aus. Puh. Ja, Cortex hat leider alle Lanes verloren, beziehungsweise SD hat super, quasi hat auch der Dax hier pickt, war extrem gut für die Laning Stage. Da zwei Mini-Supports da doch die Laning Stage extrem einfach gemacht hatten. Und die Mitte wurde von Big Wobby gut gewonnen. Von daher, ja. SD das Spiel gewonnen, hat die Laning Stage, die teilweise auf dem Darkseer gewonnen wurde. Weil dieser Pick war Gold wert und in der Laning Stage hat er sich extrem ausgezeichnet. Gut, SD gegen Cortex in der Joint Dota League Season 3 Division 6 Germany 1 League. Und wir gehen in Game 2. Was jetzt direkt folgt. Ohne Verzögerung, direkt weiter. Und mit ohne Verzögerung meine ich natürlich die 2 Minuten Delay wegen dem Spectator-Modus. Brrr. Aber, ja, alle haben geladen, von daher starten wir direkt in der, Draft. Auch sehr schön. Schönes Ding, band hier wieder den Void und wahrscheinlich auch den Lycan. Andererseits haben sie First Pick und wollen vielleicht den Lycan noch picken, wenn Koratex ihnen das lässt. Aber da hat Koratex noch ein Wörtchen mitzureden. Ben als First Ben den Lycan.
gemacht. Hier Doom vielleicht als Ban auf ein schönes Ding. Vielleicht wird der Brewmaster gebannt von Cortex in Retrospekt für das letzte Game. Schönes Ding geht mit der Viper. Sehr starker Laner. Und ja, sehr ekelhaft gegen zu spielen. Das ist so die Definition von Cheese Play. Cheese Play. Cheese Play! 10 seconds remaining. Tja, der Doom ist noch drin, der Batrider ist noch drin, das wären so die offensichtlichen Bans. Razer wäre auch ein offensichtlicher Ban. Ansonsten schauen wir mal, was sich die Jungs, sonst, die Jungs oder, und oder Mädchen da gedacht haben. Anscheinend nicht viel, nein. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, ob sie Batrider oder also was sie bannen, je nachdem, was sie halt vorhaben zu spielen. Ban den Tinker hier. Von daher wird es vielleicht ein bisschen jetzt auf Push gehen. Und ja. Sehr stabiler Pick. Doom für schönes Ding. Ist auch einer der First Picks. Neben dem Tidehunter oder sowas. Oder dem Brewmaster, je nachdem, worauf man gehen will. Und ja. Kann man als Offlane spielen. Kann man im Wald spielen, wenn man Pubgames spielt. Und kann man auf der Safe Lane farmen. Von daher ein sehr versatile Pick, der noch nichts eigentlich über die Spielweise aussagt. Außer vielleicht, dass man nicht 100% Teamfight machen will. 10 seconds remaining. Aber ist ja auch selten der Fall. 5 seconds remaining. Bane. Mirana. Und Cortex geht mit einer schönen Bane-Mirana-Kombo. Haben sie jetzt auf jeden Fall etwas, was schön zu executen ist. Und schönes Ding snackt sich wieder den Brewmaster. Radiant ja. Team Im letzten Bane. Spiel hat es funktioniert, von daher kann ich ihnen das nicht übel nehmen, dass sie da schon wieder mit dem Brewmaster gehen. Ist auch ein sehr starker Hero. In dem Sinne haben wir halt schon wieder zwei relativ squishy Supports, beziehungsweise squishy Horse, von daher dürfte der Brewmaster da auch so seinen Spaß haben. Remaining. Denn, ja, Brewmaster ist gut, gibt viel Crowd Control, aber beißt sich so ein bisschen halt an relativ tankigen Helden die Zähne aus, besonders wenn er in Support reinkommt. Mit Brewmaster ist es halt relativ cool, weil in der Mitte, wenn er halt einen Go macht und es bringt es halt nicht so viel, ab Level 6 da Supports zu rotieren. Denn, ja, was sollen sie machen? Das ist ein Dazzle. Kann da halt nicht so viel passieren, wenn der Brewmaster auf deinen Carrier einschlägt und ein paar Kills braucht. Und ja, der meiste Damage kommt halt vom Fire-Banner, der hinterherläuft. Da dann der, soweit ich weiß, auch noch Magic Immune ist, ja, kann er halt da nichts tun. Ich stehe jetzt nicht dabei. Primal Split, ja, ist doch eine relativ unausführliche Beschreibung für ein Skill, der doch so viel Mechanics drin hat. Okay, Alt-Klick hier drauf kann ich hier nicht machen. Funktioniert nicht im Draft. Ja, schönes Ding bei diesmal in Clockwork. Haben wir wieder zwei Melee-Helden und klar, und Clockwork. Ich glaube, er kann auch. Ja, der Split sollte vom Brewmaster nicht durch die Battery Assault kommen, von daher. Es ist dahingehend für den Brewmaster auch ein sehr schöner Bann. Um auf jeden Fall mal diese Chance da rauszuhalten für einen Solo-Kill auf dem Brewmaster, der ja meistens bei den meisten Helden nicht möglich ist. Shadow Shaman wird hier gebannt. Diesmal nicht von schönes Ding. Es scheint, als hätten wir Opposite Day bzw. Opposite Draft. Beide Teams bannen hier die gegnerischen Sachen. Titan dafür ein schönes Ding. Hat im letzten Game, dadurch, dass er als Support gespielt wurde, vielleicht nicht so den Impact. Aber das könnte sich jetzt dadurch ändern, dass vielleicht die Offlane-Position frei wird. Und der Lion wird gebannt. Auch so ein schön bisschen Respect-Ban gegen den Feli online vom letzten Mal. Schauen, eine Vengeful Spirit wäre noch drin, wenn GG3 die Shit nochmal spielen will. Ansonsten, ja. Der Alchemist hat sich im letzten Game nicht so bewährt. Er hat in diesem Spiel noch wesentlich schlimmere Zeit mit dem Doom. Denn wenn der vor dem Ulti raus ist, ja. Ist ziemlich viel für den Alchemist verloren. Offlane Bristleback wäre hier noch eine Option. Allerdings hat schönes Ding quasi die Tri-Lane noch nicht gepickt.
Und dadurch ist es schwierig, den Bristleback noch zu picken, da man halt relativ schnell ihn outpicken kann. Weil sie da noch halt alle Konter drin haben. Da sollte Gore-Tex Gaming hier vielleicht Offlane picken oder eine Mitte picken, ja. Um ein schönes Ding halt erstmal so ein bisschen ihre Karten zeigen zu lassen, was auf der Dryland sie erwartet. Und dann dementsprechend einen Offlaner zu picken, der da gut gegen kann. Schönes Ding geht hier mit dem Abaddon. Sehr interessant. Und ja, mir spart Übles. Aber ja. Mit dem Abaddon gecallt, Dryland X und Darkseer. Aber mal schauen, ob das hier der Fall ist. Ist eine Pocket Spell für ein schönes Ding. Und werdet ihr vielleicht gleich sehen, was es bedeutet. So viele, die schon mal gegen SD gespielt haben oder gescrimpt haben eher, haben die auch schon mal gesehen. Andererseits hat das auch letztens ein Pro-Team gemacht, ich weiß nicht mehr wer. Von daher ist es ab jetzt legit. Reserve time. Tjo, Koratex hat jetzt ein Center auf die Offlane. Sehr, sehr stabil. Und auch wenn jemand gedoomt wird, können sie da halt relativ schnell mit der Stimpede rausrennen. Ist sehr schön zum Initiaten und sehr schnell auch zum Rausrennen. Besonders mit dem Razor, Centaur und Bane Mirana haben sie doch ein wesentlich stabileres und sichereres Lineup als letztes Mal. Das ja nicht so schwer zu exekutieren ist. Und schönes Ding geht doch nicht mit der Strat. Na ja, gut. Es könnte hier eine Duel Lane sein. Weaver Abaddon und Rubik Doom. Wäre noch möglich. Was ich halt gedacht hätte, wären Abaddon, Darkseer und Axe. Und Axe steht, Creeps gibt halt einen Abaddon Shield und einen Darkseer Einshell. Und ja, starft sie halt so ein bisschen aus. Und tötet damit den Tower, beziehungsweise der Held, der immer am Tower stehen muss und von den Creeps Damage bekommt. Könnte hier problematisch sein. Weaver ist noch da. Weaver Abaddon ist meistens eine sehr aggressive Combo. Mal schauen. Auch mal schauen, ob hier Mirana gecarried wird oder ob es eine Support-Mirana ist, die als Bane-Mirana rotieren wird. Auf jeden Fall, SD geht davon aus, dass es eine Carry-Mirana ist. Also Bane und Scarlet Mage als nächsten Support. Mal gucken, was Cortex sich gedacht hat. Oder sich jetzt noch ausdenkt. Five seconds remaining. Reserve time. Dum-dum. 10 seconds remaining. Warteschleifmusik, Phantom Lancer. Radiant Team. Das ist interessant. Und das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. PL ist hier relativ gut gegen, haben sie keinen Cleave. Andererseits können sie auch jetzt einen Carry nehmen, der gegen PL gut ist und eben Cleave hat. Mal schauen, ob was da die Wahl so wird. Carry wurde halt noch nicht gezeigt, sei denn es ist der Doom. Aber ja, auch wenn es nur Sven ist oder sonstiges. Mal schauen. Auf jeden Fall, SD hatte noch 1,5 Minuten Zeit, sich da Gedanken zu machen, wie sie in Phantom Lancer begegnen wollen. Vielleicht ist es aber auch einfach, wie es Stompen im Midgame. Andererseits, Centaur und Razor werden im Midgame sehr schnell aktiv. Und da wird schönes Ding auf jeden Fall nicht so einfaches Spiel haben wie im letzten Game. Eine Minute noch. Ja, Captain Obvious, 52 Sekunden noch. Das könnt ihr nicht sehen, deshalb muss ich das sagen. Der Job vom Caster, ne? Ja, es kann eine Luna sein für die Illus. Es kann eine Naga sein, die einfach dagegen Split pusht, natürlich. Es kann ein Sven sein, der einfach nur Dinge totlieft. Es könnte auch ein Morphling sein, einfach irgendwas aus dem Late Game extrem stark ist und es so macht. Es kann Anti-Mage sein, der früher aktiv wird und mit dem Battle Fury die Illus halt auch ziemlich schnell kaputt haut. Kann viel sein.
Ich glaube, schönes Ding, dass sich im Hintergrund halt schon Gedanken gemacht hat, was sie picken wollen und einfach nur abwarten und die Laning-Stage übersprechen. Oder ob sie einfach so keinen Plan haben. Ember Spirit. Okay, es ging Elo sehr schön. In Battle Fury. Und ja, sicher die noch so ein bisschen das Late-Game. Mit Doom und Ember ist es schon vorhanden, aber Rubick und Abaddon fallen ziemlich schnell ab. Im Gegensatz zu Bane Mirana, die deutlich länger aushalten können. Besonders die Mirana, die dann in Semi-Carry übergehen kann. Ja, aber ein schöner Pick. Relativ squishy, aber so viel Burst haben Cortex Gaming jetzt auch nicht. Klar, Arrow, Razor und Centaur hat sehr viel. Ja, sehr viel Burst. Und der Bane hat sehr viel Control für den Ember. Aber, ja. Wenn sie halt alles auf den Ember werfen, außerdem haben sie noch einen Doom für den Bane. Und da ist viel drin, besonders mit dem Brewmaster ist ja genug CC eigentlich drin, um den Bane, um den Fiendscript, den Full Channels Fiendscript zu vermeiden. Und Fedeon kann da doch einfach den. Kann das einfach stealen und schnell umdrehen, was hey, auf dem Razor ein Problem sein könnte. Ach, TeamSpeak. Prepare for battle. Ja. Wir haben PIPT auf dem Offland Center Warrunner. Wir haben Dahara. Leben schon da? Dahara auf dem farmenden PL. GD3. Letztes Spiel eine schöne Vengeful Spirit gespielt haben wir jetzt auf dem Main. Snacks auf dem Mirana, die immer hinter Main herlaufen wird. Und versuchen wir die Arrows zu treffen. Und zu guter Letzt CRK auf dem Mitte Razor. Pelion auf dem Rubik's Support auf der Seite von SD. Spinnert auf dem Abaddon. Akul als Doom, der wohl eine Solo-Lane zum Farmen bekommt. Scaredfish auf der Offlane, der den Ember übernimmt auf einer Aggressive Tri-Lane. Und zu guter Letzt wieder Big Wobby, wieder auf dem Brewmaster, wieder in der Mitte. Whoops. Da wird er aber dann von einem, ja, getroffen, aber das sollte erstmal andererseits. Könnte das genug Damage? Ja, der muss jetzt eigentlich gesalft werden. Es muss gesalft werden. Hat er verpeilt und großer Fehler hier vom Spinner, dass er das First Blood so einfach hergibt. Bane hat eine riesige Reichweite und spätestens als der Schuss käme, hätte er immer noch salven können und sich da einen First Blood vermeiden können, besonders da die Salve tatsächlich jetzt den riesigen Unterschied gemacht hatte. Missplay hier von Spinner. Schade, schade für SD und eine super Chance für Coratex, hier doch noch das Comeback zu machen und das 1-1 locker rauszuholen. Schöner Start hier, besonders Solo-XP für Bane Mirana ist immer gut, da dann dass die Rotating Supports schneller werden können und mehr Levels halt auch in mehr Damage und mehr CC schnell mündet. Denn Bane Mirana hat das meistens ja das Problem, dass sie sowieso viel rotieren, keine Erfahrung bekommen und Kills machen müssen. Hier haben sie sogar vor Minute 1 noch, also vor Minute 0 noch Kills geholt. Coratex rotiert hier. Phantom Lancer geht nach unten. Und rotiert das ganze Ding. Ist hier relativ einfach. Phantom Lancer wird ausgetauscht durch den Centaur. Und die Roaming Rotating Supports rotaten sowieso. Allerdings jetzt hier ohne Smoke, werden von der Ward gesehen. Und dadurch wird der Brewmaster sich relativ weit zurückhalten. Wahrscheinlich. Dadurch, dass die Supports jetzt hier zu sehen sind, kann allerdings der Doom auf der Bottomlane relativ aktiv sein. Ja. Und Wobster kann so ein bisschen mit den Supports spielen. Er kann halt versuchen, nach vorne zu gehen und wenn er sieht, dass sie kommen, dann ja, einfach zurückgehen. Und so die Zeit von den Supports verschwenden, die aber jetzt sagen, kein Bock mehr, lass einfach mal so weiterlaufen, denn der Doom unten hat sonst zu viel. Macht relativ viel Damage hier für den Phantom Lancer. Hätte hier vielleicht das Gift devouren können. Aber gut. Ja, die Rotationen sollten jetzt so langsam dem Akku Gedanken bereiten. Von daher sollte er langsam B gehen. Klar, er ist tanky. Er hat auch ein bisschen. Also, er ist auch schnell. Aber, ja, Nightmare into Arrow sollte trotzdem den Tod für den Doom, besonders mit dem Leben gerade. Sollte der Doom tot sein. Von daher muss er hier doch eigentlich aufpassen. Denn jetzt hat er ein Problem.
Der Arrow kommt. Bam! Hittet. Und das sollte ein toter Doom bekommen. War seit ungefähr einer Minute absehbar. Aber er hat es nicht eingesehen. Das wird bestraft. 0 zu 2 hier. Und ja. Die Supports, die rotiert sind, wurden von der Ward hier gesehen. Von daher ist auch der Razor sehr defensiv hier. Wir gucken auf die Last Hits. So. Wir haben noch Ember, Doom und Rue, der gut farmt. Und der zweite Arrow kommt hier. Hittet easy. Ist diesmal nicht so lange, aber Brainsap ist auf cooler. Und er hat gestompt und kommt natürlich hier wahrscheinlich weg, ja, weil Scorch Earth doch relativ powerful ist. Ist jetzt hier geliebt und jetzt muss die Mirana aufpassen, dass sie da nicht zu tief drin ist. Oh, und der Tower Schuss holt sie. Ah, das ist schade gelaufen für Cortex. Velion kriegt hier, ja, zugegeben, also eigentlich den Last Hit. Aber der Tower ist der letzte Schuss und damit ist der Last Hit doch den Radiant zugeschrieben. SD ist jetzt mit der kompletten Lane nach unten rotiert und folgen mit ihrer Aggressive Lane tatsächlich der Aggressive Fly Lane. Ist die richtige Aktion, denn wie man hier gesehen hat, der Doom kann ohne Supports nicht überleben. Der Ember mit Flame Guard bzw. ab Level 6 kann auch einfach rauszappen. Okay, ab Level 6 eigentlich nicht mehr, denn wenn Nightmare into Arrow hittet, ist der Ember schneller tot, als er gucken kann, weil zu der Zeitpunkt ist dann Double Edge Level 3, Level 4 online und dürfte den Ember easy killen. Aber mal schauen, ob sie rotieren. Haben jetzt hier gesmoked und den Carry mitgesmoked, was nicht unbedingt, ja, gut. Weiß nicht, ob der Lane irgendwas bekommt, von daher läuft er einfach mal mit. Vielleicht kriegt er einen Kill. Gehen jetzt hier in die Mitte. Und da sie das nicht sehen, könnte das ein easy Nightmare sein. Andererseits Big Wopster sollte... Na, okay. Sollte jetzt... Wow, da war ein bisschen zu spät. Das war ein bisschen zu spät. Und da misst dann doch die Combination. Nightmare auf Level 1 ist jetzt nicht so lang. Meinst du 5 Sekunden? Ja, 5 Sekunden. Sogar Level 2, also wirklich 5 Sekunden, aber da war die Engel einfach nicht da. Beziehungsweise die Engel wäre da gewesen, aber es war dann doch ein bisschen knapp und es hätte daneben gehen können. Von daher wollte er hier auf die Nummer sicher gehen, hat aber damit leider ein bisschen zu lange gewartet. Man sieht doch nicht ganz online. Das 3-Dreier-Pack rotiert jetzt wieder nach oben. Phantom Lancer ist auch immer noch dabei. Und ja, mal schauen, ob sie was hier bekommen. Die Ward sieht natürlich jeden. Von daher ist der Ember dementsprechend relativ defensiv. Hat auch keinen Punkt in Slide of Fist, von daher kann er auch nicht von weitem attacken. Ja, 5 Minuten in. Hier sitzen die Last Hits. Die Farmer von SD farmen ganz gut. Die Mitte ist. Allerdings ist PL relativ weit zurück. In Graphen sieht man das halt auch, 1000 Gold für SD und 1000 XP für XD, bisschen umgekehrt, rein für den Graphen. Es sind nur die Last Hits, 1 zu 2, die Kills sind immer noch vorne von Cortex, aber mal schauen, wie lange noch. Ja, Arrow, okay, da war ein bisschen Lag von mir beteiligt, also nein, nicht Lag, aber Anzeigefehler, Lags dürfte ich keine haben. Mal gucken. Ping von 200, so. Das ist interessant. Wenn ich hier nach 100 Mbit-Leitung in der Uni sitze, sind mir die 200 doch ein bisschen komisch, aber okay, Razor ist hier zum Brewmaster heute gekommen, Level 6, passend dazu. War mir ein Ping wichtiger als der Kill, das ist ja blöd. Doom Midas nach 6 Minuten für ja, Solo-Lane bzw. einmal gestorben, das ist doch relativ gut. Ember Spirit ist okay, Mirana wartet hier, um weitere Arrows zu schießen. Mal schauen, ob sie dafür die Opportunity bekommt. Ob die Mirana Sniperic ist oder nicht. Allerdings ist der Ember sehr, sehr vorsichtig hier. Und weiß, dass irgendwas los ist, weil die erstens ist es gepult, zweitens sind immer noch alle missing. Sieht den PL jetzt, aber das reicht noch nicht so ganz. Sieht den Bane auch auf der Lane. Aber Mirana ist halt noch missing und könnte halt irgendwo sein. Von daher muss er definitiv aufpassen. Und hat hier schnell, okay, ja, mit der Rotation doch schnell relativ knapp vor dem Weg sein, seinen Remnant gemacht. Blickt hier gerade irgendwie nur auf Seiten von Remnants. Aber ja, passt ja. 2 zu 2. Last Hits gehen so weiter. Die Mitte ist immer noch
Even. Der Phantom Lancer holt ein bisschen auf. Gegen den Ember hat er jetzt, ja, das so aufgenommen. Und jetzt kriegst du dann relativ kurze Arrow. Und damit kann er auch einfach schnell rauszappen. Da hätte ihn nichts mehr abhalten können. Bane ist noch nicht Level 6. Damit fehlt sowas. Ab Level 6 kann das natürlich der Ember nicht mehr machen. Das wäre dann ein Free-Kill. Tja. Müssen sie gucken, ob sie vielleicht das Lineup gleich ein bisschen ummodeln. Oder ob sie Supports anfangen, irgendwas zu tun. Man ist relativ passiv. Denn der Ember kriegt oben natürlich nichts. Und der Ember kriegt wesentlich schwieriger Farm als der Doom. Also der Doom hat halt mit seiner Midas und seinem Devourer doch schon einen relativ stetigen Goldvorteil. Und vielleicht ist das Gold auch auf dem Ember mehr aufgehoben. Muss man gucken, ob sie sich bald dazu entscheiden, da irgendwas umzuswitchen. Ja, aber dann kommt er zum Ember und sorgt ein bisschen für seine Protection. Das ist relativ cool, dadurch können sie ihn jetzt halt nicht mehr mit der Combo töten. Da Nightmare von dem Schild gepurged wird, als auch der Arrow, können sie auch einfach warten, bis der Arrow einschlägt und dann purgen. Ja. Relativ potent damit jetzt. Schauen, ob die nächste Ward hier noch geplaced wird. Okay, Pull-Through gemacht. Aber dann holt sich ein bisschen weg von der Erfahrung, beziehungsweise holt hier den Last Hit. Na, nicht ganz. Den lastet auch nicht. Ja gut, 66 XP, nicht so viel. Arrow kommt. Haben sie genommen, aber die Sports sind da. Alles gucken. Aber ja, schneller Tod, als er was sagen kann. Fatebolt vorher hätte den vielleicht noch gerettet. Aber ja. Weiß nicht, ob der Fatebolt direkt am Anfang da besser aufgehoben wäre. Aber andererseits, der Hauptdamage kam natürlich auch von der Link und von dem Razor Ulti, von daher. Naja. Andererseits, 5-Man-Rotation. Alle 5 sind jetzt oben und nur für einen Abaddon-Kill. Das, ja, hätte halt auch schlimmer für SD kommen können. Aber ja, es ist wichtig, dass Cortex Kills bekommt hier, um irgendwie quasi online zu kommen. Ups, Gatfish muss jetzt hier aufpassen, kriegt extrem viel Damage, macht den Flameguard an. Arrow kommt, aber. Ups, das war doch irgendwie sehr, sehr knapp. Das hätte ihn auch umgebracht, denn. Okay, Level 1. Level 1 Dingens, 150 Damage, na, hätte ihn vielleicht sogar nicht mehr umgebracht mit dem Flameguard drin, aber man muss ja nicht alles fressen, was man kann. Und wird hier dann einfach weitergefarmt. Der Centaur wollte hier nicht jäten, aber war auch nichts hinter ihm. Und da war der Lift vielleicht ihm ganz recht, dass er da so nochmal 2 Sekunden, beziehungsweise ja, 1,75 Zeit hatte zu bedenken, wo ich hier eigentlich reinlaufe, nämlich in 3 Helden. Hinter mir ist eine DP Phantom Lancer. Ja. Brewmaster geht in der Mitte jetzt hin und sollte den Fehler bekommen, dadurch, dass er den Split verwendet. Ist halt auf dem Razorman relativ einfach. Und er hat sogar den Ulti davon rausbekommen. Das ist auch noch relativ groß. 40 Sekunden lang, wenn er respawnt, wieder ohne Ulti. Naja. Zen versucht da ein bisschen. Konnte nicht jeden. Hat jetzt 140 Mana. Ist dann ein Blink draußen für ihn? Nee, okay, der Cent hat einfach nur 100. Na gut, 11 Last, das stimmt. Konnte er eigentlich kaum farmen. Das ist überraschend hier, dass der Centaur doch so weit hinten ist. Nur der Razor kann jetzt irgendwie in der Mitte noch mit dem Midlaner, ja nicht ganz mithalten, kann mit dem Offlaner mithalten. Der Rest bei einem Farmer sind schon wieder oben. Was man schauen wird. Bin halt hier auf dem Abaddon, kackt den Phantom Lancer dann noch ein bisschen an. Holt hier, auch ganz praktisch. Ja. Nur gut. 5-Man-Action oben. Das sollte sie ein bisschen überraschen treffen. Ja, trifft sie überraschend. Abaddon ist tot. Jetzt sind sie versucht rauszugehen. Im Schild schafft er das tatsächlich. Flameguard ist da ab. Ah, da. Rubik schafft es noch zu überleben? Ah, okay, kriegt er doch den Hit ab. Ich glaube, er wollte tatsächlich sogar den Centaur attackieren und wurde einfach nur von den Dornen getötet. Weil so viel Damage selber hatte der Centaur nicht. Hätte sich vielleicht sogar selber umgebracht. Und ja, 5-Man-Rotation mit perfekter Initiation, mit Centaur-Ulti reingefahren. Macht dann 2-1. Für SD sogar. Das lief nicht so toll. Der Abaddon ist halt auch einfach mit dem Schild rausgepeat, da hat ihnen den Damage gefehlt und sie hatten sich ein bisschen aufgesplittet.
Embers Build hat währenddessen weitergefarmt und ist dann einfach rausgegangen. Ja, irgendwie fehlt da so ein bisschen der Respekt vor dem Diner. Also ja, sie können es gemacht. Bruno ist nicht draußen. Mal schauen, ob sie jetzt hier kriegen nicht den... Ups. Da muss jetzt hier aufpassen. Wird gearrowt. Link dann da drauf. Aber kann auch noch was machen. Kann einfach splitten und der Razor hat überraschend viel Damage gerade gehabt. Ich weiß nicht, ob er mit dem Damage kam oder nicht. Und Gore-Tex hat da im zweiten Mal irgendwie... ging es halt nicht so ganz aus, wie sie wollten. Und SD hat sich da so ein bisschen gewundert, was er da herbekommt. Doom unten auf dem Phantom Lancer. Schön, dass dann erstmal das Schlimmste verhindert. Andererseits kommt der Phantom Lancer da nicht weg. Wird hier tot gekleeft. Xantar muss jetzt noch aufpassen, dass er vielleicht dann noch nicht stirbt, aber da fehlt es dann natürlich, um hier weiteres zu tun. Das weiß der Xantar natürlich auch, dass er bisher auch geblieben und hat versucht, irgendwie den Phantom Lancer noch ein bisschen zu retten. Vielleicht hätte es hier auch weniger juken und mehr laufen geradeaus nach unten und versuchen einfach unter den Augen den Denial zu bekommen. Wäre natürlich auch eine Sache gewesen. Aber ja. Ja, Skellfish versucht hier das Man zu fighten und schafft es tatsächlich mit einem Dual Spirit noch gerade so den Damage zu haben. Das war sehr knapp und hätte sehr schnell umgedreht sein können. Aber dieses Spiel zeichnet sich daraus aus, dass SD irgendwie... Cortex macht Engagements und SD sieht irgendwie, dass sie die turnen können. Also das Game ist gerade stark in den Zügeln von SD und auch wenn Cortex initiated, hat immer noch SD so ein bisschen die Zügel in der Hand und sagt, naja... Irgendwie, wir sehen, wie schwach eure Initiation ist. Wir bleiben halt einfach mal drin und turnen das sogar. Was hier sehr interessant ist. Goku faked hier noch ein bisschen seine Hoofstomps an. Hat auch schon den Blink. Dementsprechend Blink Hoofstomp online. Und ja, müssen wir hier zurückgehen. Vor meiner Action wieder von Vortex, der fünfte kommt hin. Das Problem ist natürlich nur, sie machen die ganze Zeit 5-Man Action. Und kriegen natürlich nichts daraus. Das ist das Problem. Der Phantom Lancer muss alleine farmen. Das ist halt so sein Ding. 1000 Gold sind nichts. Ist sehr, sehr weit hinten doch im Farm. Und ja, SD hat viel mehr Split-Push. Schöner Blink hier. Und schöner Arrow, der Schlimmeres verhindert. Da kommt der hinterher. Andererseits Blink-Dagger. Ja, keiner Mana mehr für den Doom. Von daher wird hier nicht weitergemacht. Andererseits könnte hier der Arbeiter vielleicht fallen. Ja, schöner Pizzlück. Wird unterbrochen. Weil Debuff oder was, ne? Ja, okay. Das Ulti vom Abaddon verhindert. Also unterbricht den Pizzlück, dumm gelaufen. Und SD tönt jetzt hier mit einem 2:0 Trade. Dass es unterbrochen wird, wusste ich jetzt ja auch nicht. Aber dann. Mirana macht nochmal jetzt Starfall auf Magic Immune Units. Und ist natürlich effektiv. Und die nächste T2 geht mit der Set von SD. 12:4 hier. Die drei größten Farmer sind die Farmer auf allen Lanes wieder mal. Top of the Board. Die Grafen sehen schon jetzt nach 16 Minuten wieder 12.000 XP und 14.000 Gold für SD aus. Irgendwie sieht es nach einem weiteren Game 1 aus. Game 2 equals Game 1. Und ja. Sieht nicht so gut für Cortex aus. Sie waren 0-2 auf der Federal League Liga. Vielleicht wird das hier das 2-2. Aber sie bemühen sich noch, das 3-1 hinzubekommen. Noch sind sie nicht raus. Sie haben einen guten Teamfight. Können gut initiaten. Wenn der Center mal einen Stun auf mehrere bringt, beziehungsweise wenn es die einmal falsch steht, könnte das sehr schnell den Tod für viele Leute bedeuten. Besonders eben, weil Arrows da sind. Weil Pizzkip da ist. Schon wieder kommen die Stunlocks sehr schön in das Center Ulti rein, sodass es hier wirklich keinerlei Chance besteht, abzuhauen. Was natürlich bitter ist. Der Arrow kommt und irgendwoher geschossen. Ah, okay, war unten auf den Rubik. Rubik hat jetzt Arrow. Wollte sich wahrscheinlich da drüber. Andererseits muss er gucken, ob er hier wegkommt. Trifft sie sogar den Centaur. Zählt er wahrscheinlich mit. 1. 100% Hitrate. Oh. Aber ja.
Mal schauen. Rubik scheint jetzt hier nicht so der Farmer zu sein. Soaring auf dem Abaddon. Und noch kein Blinkdagger in Sicht. Obwohl 116 hier der Fall ist. Dire's bottom tower is under attack. Mal schauen, ob demnächst hier Blinkdagger gemacht wird. Okay, der Farm ist auf dem Abaddon. Wird vielleicht auf Mac gehen. Na gut, der Farm ist auf dem Abaddon. Naja. Auf jeden Fall hat der Rubik mehr. Ja, was gekauft. Du musst jetzt hier abhauen. Schafft es noch gerade so wegzublinken vor dem Plasma-Field. Und ja. Ha, den habe ich noch gesehen. Rubik. 1-1, 50% Hitrate. Okay, Phantom Blitzer kommt hier weg. Keine Detection auf Seiten von SD. Gar keine Detection, was gegen Phantom Blitzer vielleicht ein bisschen nicht mitgedacht ist. Andererseits war es jetzt wahrscheinlich das erste Mal, wo sie gesehen haben, ups, der hat ja Invis. Er kommt ja weg tatsächlich. Da werden sie vielleicht jetzt Detection kaufen. Oh. Ja, Brewmaster hat in 700 Gold sein Agas schon fertig. 18 Minuten Agas ist schon echt der. Hier kommt auch direkt der Split. Noch knapp hinter dem Nightmare. Schön gemacht hier. Und Bane hat keine Chance dagegen. Razor muss jetzt hier aufpassen, ob er vielleicht sogar noch geholt wird. Sieht so danach aus, weil der Damage ist einfach von dem Ember vorhanden. Gengar macht den artigen Damage. Versucht es hier ein bisschen zu juken, schafft es aber nicht ganz. Stun hier auf dem anderen gedustet wurde. Und der Lift bedeutet das Ende auch für den Phantom Lancer. 4-0 hier der Trade schon wieder für SD. Und sie snowballen sich da einen zusammen. Der Centaur ist irgendwo im Hintergrund. Wahrscheinlich hier irgendwo rum auch schon gestorben. Ah, da klappt nichts für Cortex. Cortex kriegen nicht den Fight, den sie bekommen. Aber auch wenn sie Five-Man, werden sie von dem Blink, der ja natürlich vollkommen überrascht. Ember kann relativ schnell rein und stun von der Entfernung aus. Dann lift es, unterbricht das ganze Spielgeschehen quasi für 4 Sekunden immer mal wieder. Mit einem Stun into AOE-Stun. Brewmaster kann halt reinspringen. Von daher sieht das tatsächlich sehr, sehr übel aus. Der Damage, wie ihr hier seht, nur durch AOE ist sehr groß. Der Brewmaster wird hier. Ah, stirbt nicht mal durch den Fiendscript. Fiendscript wurde hier gestohlen, wird geturnt auf den Center Warrunner. Schön gespielt hier. Der nächste, das ist draußen jetzt diesmal von Rubik. Da von dem Abaddon, der schon online war. Und 22-4 steht hier das Score für SD. Die Level ist schon krass, da ich nicht mehr sortieren muss nach Teams. Der XP-Graf ist bei 25k und der Goldgraf auch bei 25k. Alle Outer Tower sind tot, von daher müssen wir jetzt gucken, ob SD weiterhin Chinese Safe Dodo spielt und Roshan geht. Oder ob sie halt einfach was forcen. Prinzipiell hat Vortex im letzten Spiel eben mit dem Titan noch mehr Teamfight jetzt gehabt, als sie dieses Spiel haben. Deshalb könnte es sein, dass SD so den Teamfight macht. Oh, schon wieder. Ulti ist da, Bane ist zu weit vorne. Schafft es halt knapp nicht, weil der Nightmare relativ lange und relativ ekelhaft lange Channel Time hat. Was war das für ein Purge hier? Wie viel wurde gepurged? Na gut, keine Ahnung. Arrow Mist, den ich da gehört habe. Rick hat den Fiendscript, der in 20 Sekunden online ist. Wird er wahrscheinlich erstmal durch nichts tauschen. Geht hier auf den Force Death. Hat eine Bottle im Inventar, die er sich noch gekauft hat. Ob das Mistlick ist oder was anderes war, weiß ich nicht. Kein Remnant hier finden. Ja, für den Ember Spirit, der jetzt einfach für Fiendscript wird. Easy stirbt. Da beginnen jetzt die Over Extensions. Schön gemacht hier von Cortex, dass da direkt der Fiendscript drauf ist. Und natürlich, der Damage reicht vollkommen aus. Vortex sind gerade komplett am Five-Man, was in solchen Situationen super ist, aber halt generell nicht förderlich ist, wenn man versucht, irgendwie wieder zurückzukommen und irgendwie Farm zu bekommen, was natürlich ein Problem dafür ist. Tower-Damage ist halt auch keiner vorhanden, ist eine Mid-Tower, aber ansonsten... Okay, Silence ist jetzt hier da, der Arrow hittet, allerdings ist da... Das Shield da, direkt Gold gemacht. Der Doom war jetzt vielleicht nicht am besten Target. Versucht mal wegzukommen. Wird er wieder drauf geheilt. Schöner Support hier vom Abaddon-Spieler. Und Doom turnt einfach blinkt hin und hat da das richtige Level getroffen oder war er einfach nur so low?
Freier Multiplier und Level 10, okay. Das war kein Multiplier, das war einfach nur so. Ja. Diesmal hat es funktioniert, diesmal war kein Split da. Aber musst du natürlich aufpassen, Fiendscript ist online auf dem Rubik. Oh, aber das ist jetzt leider. Leider von selbst ausläuft. Hat er keine Chance, es anzuwenden. Wird ihn wahrscheinlich mehr unsich machen. Ups, und der Phantom-Netzer muss hier extrem aufpassen, dass er da nicht stirbt. Ah, oh, und zu spät. Nein, er kam diesmal zu spät, kam er zu spät ran und ist natürlich einfach durch das. Die Scotch öffnet. Allerdings wird jetzt Doom, wo Bane hat, ja. Der Bane hat, wo Fiendscript ist, gestohlen worden, ja. Hat den Doom aber töten können. Fiendscript jetzt auf dem Bane. Schön gemacht hier vom Rubik, der jeden Fiendscript stealt und turnt. Wichtige Kills dafür, die sie andererseits auch nicht bekommen hätten. Weil der Mesa doch sehr tanky ist. Und das war die letzte, ja, ich glaube, das war nur noch der Spirit, von daher. War es doch sehr knapp hier. Vom Brewmaster. Sie dive in T3, aber so richtig T3 angehen ist noch nicht der Fall. Vielleicht haben sie jetzt gesehen, okay, wenn wir overextenden und 1 in 5 reingehen, hat Koratex noch eine Chance. Von daher lass uns mal Roshan machen. Das ist schon ein bisschen sicheres Logo hier. Ember Spirit wird wieder genightmared. Fiendscript ist noch nicht online, dauert noch einiges Zeit, aber der Arrow trifft. Und hier. Es ist kein Remnant wieder da und Scatfish stirbt ein zweites Mal in fast der exakt gleichen Position wie letztes Mal. Hat also nichts gelernt. Und Koratex holen sich hier wichtige Kills. Wahrscheinlich auch die Grafen wieder runterziehen sollten. Also haben sie zumindest even gemacht. Was ja sehr wichtig ist. Wenn der Base Defense, ja, je länger sie da halten können, je mehr sie da nicht pushen, desto fetter wird der Phantom Lancer, beziehungsweise desto. Ja. Fängt der Phantom Lancer an, nicht mehr dünn zu werden. Das ist noch weit weg dort. Aber die wichtige Frage ist jetzt erstmal auch noch da. Ja. War der Blink etwas zu spät, beziehungsweise hätten sie halt. Der Doom hat den Blink so getimt, dass das Plasma-Feed nicht trifft. Von daher ist er schon weggeblinkt, bevor überhaupt der Blink rein eigentlich kam. Das hat er nicht kommen gesehen. Und. Jo. Hätte so oder so nicht getroffen. SD scheint hier Roshan machen zu wollen. Jupp, Doom kommt zu Roshan, von daher ist es jetzt der nächste Roshan. Oder der erste Roshan. Battle Fury auf Ember Spirit Online, zweites Battle Fury wird gebaut. Der Abaddon hat seinen Mecha fertig. Felion hat seinen Bosswerf mit dem Rubik fertig. Dagon, ach du Scheiße. Ja, wo man dachte, das Spiel ist schon nicht genug. Dagon auf den Brewmaster. Shivas und wahrscheinlich ein Refresher jetzt auf den Doom. Centaur hat seinen Blink, schon seit ein bisschen länger. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Bane geht auch auf Forstaff und hat doch relativ viel Farben für Cortex-Verhältnisse. Ist hier 100% Killbeteiligung. Also man pfeift mehr. Und jetzt fängt SD an, schlechte Manieren auszupacken. Kann ich persönlich nicht verstehen, dass sie da irgendwie so böse sein müssen. Naja. Ah, ja, vielleicht liegt es halt am Alter. Fuck! Biggest Play of the Century. Dahara hat einfach mal die Aegis gesnackt. Schön gemacht hier von dem Phantom Lancer. Stirbt natürlich dafür. Aber, ja, schön gemacht. Tut mir leid, Dahara, dass ich das nicht gesehen habe. Aber, schönes Play hier. Follow-up hier ist nicht da, von daher kein Fiendscript. Schön auf jeden Fall von GD3 gemacht. Trotz dass sein Team soweit zurück ist, ist er doch hier noch mit dem Kopf dabei. Und ja. Hat sich fast noch retten können mit der Nightmare. Auf jeden Fall schön. Aber mir gefällt das Spiel von Bane. Er hält Koratex ein bisschen Spiel mit den schönen Fiendscripts und auch sonst sehr schönen Aktionen. Nervous sind meistens saved. Ja gut, manchmal kann man halt nichts machen. Wenn die 5-5 auf einen raufkommen, ist halt so. Das CG sollte bald rauskommen. Grafen ein letztes Mal noch angucken. 30.000, 35.000 knapp. Fuck, mein Team, was tut Wobster da? Ich weiß auch nicht.
Dass sie da so flamen müssen, ist schlechter Sportsgeist. Ups, da war das Schild ein bisschen zu früh. Der Brewmaster hat jetzt Degen 3 ins Ziel gekauft. Und ja, das Spiel ist vorbei. Koratex hat quasi zu früh, musste zu früh Five-Man. Hat dadurch kein Farm auf die Netze bekommen. Und ja, SD ist dadurch ein Snowboard. Schöne Nightmares hier. Und Dahara schafft es wegzulaufen. Der Heal. Er verliert sogar noch Leben. Aber es sollte reichen. Ja. Upp, was war das für ein Damage? Ich weiß es nicht. SD hat hier Midrex genommen. Und werden ja wahrscheinlich jetzt mit Konien. Ja. Wer noch ein paar Kills. Müssen wir schon mal ein bisschen Spaß machen. Ja, die Lanes waren relativ gut. SD hat Aggressive Planning gemacht, was für Koratex nicht so toll war. Deshalb hat Koratex verschoben und SD ist halt hinterhergeworfen. Das Mirana Bane Duo hat ein paar Kills besorgt, hat aber irgendwie nach 5 Minuten nicht mehr so ganz funktioniert. Ja, war nicht so gut. Außerdem, Bane Mirana wurde sehr schön mit dem Abaddon gekontert. Warum sich das jetzt im fantastischen Draft direkt sagt, weil Abaddon hier als Bane Mirana kontert sehr super funktioniert. Und ja, bis auf eine Arrow haben die Arrows auch relativ gut getroffen. Aber ja. Schön gespielt hier. Vortex haben ja sogar ein GG als erstes von SD rausgebaitet. Ja. Und ja, schön gespielt von SD. Schön gespielt von Vortex. Muss ich auch sagen. Bane hat mir persönlich am besten gefallen. GG3 war hier sehr schön. 2 MVP für Vortex. Finde ich. Bad Play. Ja. Es waren ein paar Dinge natürlich dabei, wo sie initiated haben und vielleicht nicht auf einen gefokust hatten und dadurch konnte SD turnen. Das ist ein, zweimal passiert. Damit haben sie den Vorteil aufgegeben. Aber an sich war es jetzt nicht so schlecht gespielt. Shoutout an Struck, okay. Hi Struck. Okay, gut. 0-13, 14-0. Ach du Scheiße, ja. 2-1 Dom für SD. Nichtsdestotrotz hat SD, muss man auch dazu sagen, extrem gut gespielt und hat das durch gutes Play gewonnen und nicht durch unbedingt schlechtes Play von Koratex. Damit führt SD die Liga mit 4-0 an und Koratex fällt zurück auf 2-2 ins Mittelfeld. Schönes Ding, 2-0 gegen Koratex in der Joint Dota League Season 3, Division 6, Germany 1, FUBA 9, 13-8, 4-6-7-9. Ich war at Sisterson.de, Sisterson auf Twitch und Sisterson auf YouTube, wo ihr ja wahrscheinlich dieses Video irgendwo auf diesen Kanälen seht. Und ja, ich hoffe immer noch irgendwann mal, dass ich die Joint Dota League broadcasten kann. Aber die meisten Teams sagen, nope, spectate. Wie auch immer, schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.